Vielleicht machst du einen halbwegs schön aussehenden Charakter. Nichts dazu. Nee. Günther. Ich hab schon Rennen. Na, ist klar. Ja. Spielst ein Mönch. Ein halbwegs Mönch. Fantastisch. Immer. Du kannst dich leveln, glaube so. Ich. Oder kann ich dich leveln? Nicht leveln. Nein, nee, ich kann dich nicht leveln, schade. So, dann leveln mal was Vernünftiges. Mönch Stufe 2. Ich geh mal mit Jahira sprechen. Mönch Günther Stufe ist jetzt auf Stufe 2. Das wird noch ein bisschen gehen. Nein, ich möchte nicht Weg der Elemente, der ist scheiße. Offene Hand bitte, danke. Ich will reinkloppen. Ihr und Serfolk habt eine gemeinsame Vergangenheit. Nothing so grand. He was just ich bin jetzt einer seiner Leute. Who tried to clamber to glory over the corpses of others. There was a time when he might have made more of himself. He was certainly given the chance after we threw him down. But he slunk back into his father's shadow instead. There is nothing more to say of him. Okay, sie bleibt hier. Hat das Tutorial Unrecht? Kann ich dir vielleicht was aus meinem überladenen Inventar abgeben, was du brauchen kannst? In einen Kampfstab, falls du den brauchst. Vielleicht. Ich habe jetzt einfach mal zwei Waffenkämpfer ausgewählt, weil ich kann ja zusätzlich Angriffe noch. Tanzende Brise hätte ich für dich, das kannst du auch noch tragen. Was für eine Waffe. Ich gehe jetzt erstmal hier das Leveln durch. Ich gebe dir ein paar Waffen rüber, du entscheidest, welche du brauchst. Welche nicht, kannst du mir wieder rübergeben. Ein paar magische Waffen, die könnten vielleicht gut für dich sein. Ich habe viel in meinem Inventar vollgeklumpt. Geflammte Plattenrüstung, falls du die brauchst. Ich level jetzt erstmal hier so ein kleines Mag bisschen das. Noch. Auch Raumjäger, das könnte kräftig, das könnte mächtig sein. Brauchst du eine Riesenratte? Ich hätte eine Riesenratte in meinem Inventar. Warum habe ich eine Riesenratte in meinem Inventar? Jetzt gucken wir mal. Raumjägerstiefel. Dimensionstür ist nützlich, ja. I take it. Ich sortiere gerade mal mein Inventar während der Zeit, während du levelst. Das ist mal dringend nötig. Mitgeübt. Ich hab Moon. Ein Riesenratter. Ja. Ich hab ihn einen halben Friedhof. Willst du wohl das Ersatzauge haben? Schmeiß mir mal einfach alles an magischen Rüstungen und Waffen ins Inventar, was du so hast. Und an generell magischen Items. Ich suche mir ein ordentliches Bild. Ich habe zarte Schuhe. Jacke des Wohlwollens. Rüstungsklasse 11. Schmeiß es mir einfach rein. Ja, das brauche ich nicht. Kein Bade. Kannst mir zurückgeben, was du nicht brauchst. Ich glaube, das war meine Ausrüstung, bevor ich die jetzt hier genommen habe. Ja, ich glaube auch. Tanzende Brise brauche ich nicht. Glaubensbrecher. Nicht mitgeübt. Ich guck mal. Das ist mein besserer Kampfstab als mein Kampfstab. Ansonsten muss ich mal bei Geld gucken. Ich glaube, ich habe immer noch mehr im Inventar. Ja, hast du. Brauchst du ein paar Schriftrollen? Ja. Schriftrolle Auflösung, Schriftrolle. Die ich nie nutze. Könnten alles sehr mächtige Schriftrollen sein. Das ist gut, schmeiß mir bitte alle Schriftrollen ins Inventar und dann schmeiß Gale aus dem Team, damit ich ihn reinholen kann, damit er endlich mal ein paar Zauber lernt. Bitteschön. Ich habe tonnenweise davon. Wie viel Geld hast denn du gerade?
2394 Gold steht dort oben. Alles klar, das ist gut. Schieb dann einfach einen guten Teil auch noch bei Gale mit ins Inventar von dem Gold. Weil es wird ein bisschen teuer, ihn zu leveln, aber es geht schon. Warte, ich bin noch dran, weil ihr beschäftigt, die alle Schriftrollen zuzuschieben. Du hast gleich dein Inventar vollgekommen mit Schriftrollen. Das ist gut. Die meisten davon sind sehr nützlich und den Rest kann ich Gale beibringen als dauerhafter Zauber. Was du wahrscheinlich auch nie gemacht hast, oder? Natürlich nicht. Ich habe keine von den Schriftrollen gebraucht. Ja, das dachte ich mir nicht. Du hast ja beim letzten Mal erst gelernt, hey, es gibt ein Zauberbuch, was? Ich hab die meisten Schriftrollen verkauft. Brauchst du eine Klosterrobe? Hier ist noch eine. Ja, schmeiß mir die auch einfach mal rein. Wie gesagt, alles, was du jetzt nicht aktiv brauchst, hau mir einfach mal rein. Ich sehe die Bosheit, ich gebe dir auch mal ein paar Tränke, die könnten hilfreich sein. Gibt dir zwei Tränke der höchsten Heilung. Kannst noch einen Trank der überlegenen Heilung kriegen. Hast du selbst schon Tränke oder? Ich hab nichts. Brauchst du noch? Ich noch zwei Heiltränke. Trank der Unsichtbarkeit. Gurt aus Sand. Ein Ring für dich. Öl des Verderbens könntest du vielleicht auch gebrauchen. Hand des Federfalls. Nekrotische Resistenz. Gleißend Resistenz. Das Auge. Exil der Blitzresistenz. Ah, du bist auf alles resistent, wenn du die Tränke trinkst. Genauso resistent wie ich. Du musst so schon einiges an Resistenzen haben. Wenn nicht, dann hast du jetzt noch ein paar Tränke, die das können. Ja, ich kann mal kurz meine... Den Mist muss ich mir aber kaufen. Ich kann mal kurz meine ganzen Werte durchgucken. Klaumsprich hast du mir gerade zurückgegeben. Ich hab dir nichts zurück... Oder? Ich weiß nicht, was ich hier zurückgegeben habe. Federfall habe ich schon. Was du nicht brauchst, stopf zurück in mein Inventar. Heiliges Wasser. Wird mal Zeit, dass das sortiere hier. Pfeil des Eises könnte auch interessant für dich werden. Pfeil der Säule. Säure. Pfeil der Arkanen. Mein Inventar wirklich viel halb zu klein. Starkes lebendes Gift. Rauchpulverfall. Schau, was du damit kannst. Magiebannöl. Ah, Bosheit. Ich könnte es da auch brauchen. Blaugift. Trank der Geschwindigkeit könnte sehr, sehr gut werden für dich. Geschwindigkeit wäre sehr nützlich. Ja. Lädenmut. Farben üppiges Weinrot. Falls du dich rot färben willst. Ja, wir müssen dann erstmal anscheinend einkaufen gehen, weil ich habe, glaube ich, hier so gut wie, ich habe gar keine Items, das heißt, ich habe keine Rüstung, ich habe keine magischen Dinge, ich habe jetzt nur... Warte, ich habe auch noch bei... Ich weiß,
Wir können auch noch gleich bei Karla nachdenken, die hat auch noch die Hälfte meines Inventars drin. Da habe ich einiges zum Tragen an sie gegeben. Vielleicht hat die auch noch Rüstung. Das ist echt sinnvoll. Wir sind auch gerade erst nur bei meinem Inventar. Das ist gerade sortiere. Zerrissene blutige Seite. Arkane Kultivierung. Du müsst jetzt schon einiges nur in deinem Inventar haben. Mal was du davon brauchen kannst. Feuerresistenz. Giftresistenz. Mein ganzes Vermögen. Uff. Bin gleich fertig. Alles gut, lass dir Zeit. Ich machte gerade die Lücken leer, die man mir. Trank des Schlafs. Öl der Verkleinerung. Was du nicht brauchst, wirf zurück in mein Inventar. Schriftrollen des Wiederbelebens. Erste 5 davon. Ja, die werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Ich habe noch 4 weitere. Ich habe übrigens noch die Glocke des Golems. Also ich kann Fleisch beschwören. Nein, kannst du nicht. Das ist nur im Tempel von Schaden. Oh, schade. Hast du die Ogre-Dingens da noch? Was für Ogre? Ach ja, du hast den ersten Akt nicht gespielt, ich weiß. Hab ich vergessen. Du hast wirklich nichts abseits der Hauptstory gemacht im ersten Akt, oder? So ziemlich. Gott, das tut mir wirklich leid, weil der ist sehr, sehr aufwendig. Werden wir jetzt nachholen. Später noch ein. Bist du das in Vitas fertig? Okay, Flankenplattenrüstung Nummer 15 kannst du noch haben. Brauchst du mit Taras Freizeitkleidung? Ragnis Armschienen habe ich hier noch, das könnte noch was kannst du gebrauchen. Panzerhandschuh des Tyrannen. Reglosmacher. Guck mal, ob das was für dich ist. Ja, das ist tatsächlich saunützlich. Marschstiefel des Tyrannen. Kannst du auch haben. Verdammtes Gefernke-Großschwert. Diadem der psionischen Rache. Tänzenden Schuhe. Was nicht, wirft zurück. Eine Fellrüstung plus 2. Gefernke-Großschwert. Das Schwert von dem. Von dem Vampirkönig. Geht sie mitnehmen? So, okay, überlasse ich dir mal gleich. Der hat noch was im Inventar, den kannst du gleich. Kannst du gleich looten. Ja. Werde ich machen. Soll ich ihn aus dem Team rauswerfen oder? Die Tyrannen sind sau nützlich. Soll ich ja, gehe aus dem Team raus, dann kann ich mit ihm reden. What's on your mind? Guck mal, wo ich stehe, wenn ich mit Gay rede. Ja, das ist weird bei dir. Was haltet ihr von, dass wir ein Vampir im Lager? Nee, ich möchte. I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here in the meantime. Übrigens unter anderem Gurtra-Schuss da unten. So, der ist frei. Kannst du ansprechen. Und ich kümmere mich mal um Leze. Don't waste a step. Gut. They tracked the artifact all this way. Dann schau mal, was du mit dem machen kannst. Mhm.
Falls du die Kerze okay, brauchst, der liegt ja auch noch oben. Hervorrufung, okay, du wolltest also auf Combat gehen, das ist okay. Gut. Er braucht definitiv Evert schwarze Tentakel. Das schiebe ich ihm mal kurz rüber. Fellinderung. So. Oh Gott, der kann gar nichts, ey. Puh. Dann macht das, was kann. Also wie gesagt, Evert schwarze Tentakel braucht er definitiv. Oder, nee, okay, hast du ihm schon gegeben, alles klar. Telekinese wäre nützlich. Das ist ein verdammter Friedhof hier. Ich sag dir, wie viel Gold du mir gerade drüber schieben musst, damit er es lernen kann. Autostanz. Fluchbrechen wäre gut, weil dann kann ich dich gerade heilen. Ich kann dir schon mal 500 vorstrecken. Ich brauche einiges mehr. Zauberer, Magier sind sehr fies, die Eisdinger. Nehme ich mit. 500 müsstest du in deinem Inventar haben. Ich brauche gerade 1075, dann ist er halbwegs nützlich. 500 hast du schon. Nun schiebst du am besten gleich Geld rein, weil... Wie viel hast du gesagt? Am sinnvollsten. 1075 bräuchte ich. Müsstest du bei dir im Inventar haben. Jetzt muss ich hier wechseln. Ihm das rüberschieben. Todeshuhn. Riesenratte. Das sind kriechende Klauen. Das hier brauchen wir. Curriculum der Strategie war sehr nützlich. Telekinese ist sehr nützlich. Na, wobei, das braucht man nicht so dringend. Hypnotisches Muster ist sehr nützlich. Die Eissachen brauchen wir. Ich möchte mal feststellen, dass das hier wie. Ja, muss es stinken wie Scheiße. Hier liegt ein toter Hund. Hier liegt eine kriechende Klaue tot. Eine tote Ratte liegt hier, ein totes Huhn. Hier liegt außerdem überall Blut, weil ich glaube, da habe ich mal gegen. Gegen wen habe ich hier gekämpft? Irgendjemand kam da ins Lager und da habe ich den an die Jahre abgeschlachtet. Ja, ist auch Blut festgetrocknet. Kann raus. Kann man das Blut eigentlich wegmachen? Auflösung muss drin bleiben. Stein und mehr. Gut. So, Elementarbeschwören. Warum liegt hier ein Kampfstab und dann entfernt die Plattenrüstung und ein Klosterstiefel auf dem Boden? Bist du wieder hingeworfen? Die habe ich vorhin rausgeschmissen. Ja, die habe ich vorhin rausgespissen. So, das brauchen wir definitiv. Chromatische Kugel. Nee, chromatische Kugel ist scheiße. Magische Waffe brauchst du nicht. Wir haben alle magische Waffen. Flammende Sphäre ist unfassbar scheiße. Feuerball ist nützlich. Gasförmige Gestalt ist im Kampf sinnlos. Feuerwand, nein. Danke. Wobei doch, Feuerwand ist besser als die Steinwand, die du rein hast. Ah, Eiswand ist das Beste. Dann gönnen wir uns die. Sollte ich bei mir vielleicht noch irgendwas machen? Lottic Pattern. Feuerwand. Moment, Charakter. Bindung der Ebene, dann können wir einen Gegner für uns gewinnen. Todeswolke ist nicht sinnvoll, das weiß ich mittlerweile. Es gibt nicht besonders viele Gegner. Magic Missile brauchen wir definitiv, 100%. Definitiv, weil wir müssen als erstes die Unbesiegbarkeit und Banishment durchbrechen. Banishment, damit wir sie raushauen können. Das ist doch ein halbwegs okay Setup. Hervorrufung ist ein okay Herz. Magier, auch wenn ich nicht weiß, was die genau tun können. Hast deinen Charakter schon auf Level 11 gelevelt? Ja, hast du. Ja, das ist schon. Mönche sind relativ simpel. Du klopfst rein und haust einfach mit deinen Bonusangriffen rein. Gibt bei ihr noch was Sinnvolles? Verwirrung? Ja gut, die Zauberkontrollen werde ich definitiv verwenden.
Weil es sind Free-Zauber und du hast einen Arsch voll. Was zum... Ich hab hier auch ein paar Zaubersprüche. Ja. So, Kummer ist nützlich für Geld tatsächlich. So. Oh Gott, was ist... Nein, ich verängstige es immer. Du steckst da hinten. Kummer kriegt er einmal, dann... Was hat der denn für Scheiße? Ja, yeah, das ist super Verteidigung für ihn. Passt, weil die Zauberer werden gerne angegriffen. Cool, wir müssen trotzdem definitiv nochmal shoppen gehen, weil dein Magier hat nichts. Na dann. Wo willst du denn shoppen? Ist nur aus dem Lager. In der Stadt. Mal, ja, wir können ja aus dem Lager raus und dann den Fahrzeug nehmen. Kannst du ja auch machen. Kannst du das eigenständig machen oder muss ich mit dir mitkommen? Ja, ich kann einfach gehen. Du müsst jetzt bei Baal's Tempel sein, dann müsstest du einen Stein, so einen Teleportationsstein haben. Ich bin den Weg nach draußen. Irgendwelche Tipps für mich, für meinen Charakter oder für Lize, dass man da noch irgendwas machen kann oder? Einfach nicht sterben. Das wird passieren. Wenn du hier siehst, wenn du in den Stream guckst, siehst du meine Zauber. Sag, ich hab Feuerball. Stufe 6. Gut nutzen. Ja, wenn möglich, die 4. Gehen wir mal nach Baldur's Tor. So. Aber trigger da nichts aus. Trigger da nichts Storymäßiges. Habe ich nicht vor. Guck auf die Map, wo sind die Händler? Was passt dann? Zeitungsverkäufer. Wird dann mal noch eine lange Rast machen, bevor wir losgelegen. Auch wenn wir jetzt mal nicht wirklich was verbraucht haben, damit wir ganz fit aufbrechen. Hast du irgendwas gegen. Kein. Hast du irgendwas gegen diese tarchatische Verdorren? Na, wenn du kurz vorbeikommst, dann kann ich mal gucken, ob Gales Fluchbrechen da funktioniert. Gales mit dir? Ist der nicht hier im Lager? Natürlich ist der mit mir. Und wo bist du? Dann komme ich zu dir. Ich bin in Baldur's Tor gerade. Direkt davor. Ich glaube, ich keine Ahnung, wo hier Händler sind. Also Händler gibt es am Hotel direkt dort an dem. Da müsste es, glaube ich, einen geben. Mindestens dort. Ja, beim Elfgesang, oder? Elfgesang. Du bist bei Baldur's Tor. Ja, klar, Basiliskentor, da kamst du raus, da bei der Taverne Elfgesang ist das Zeug. Ich bin jetzt bei Basiliskentor. Ich bin beim Baldur's Tor. Da übrigens noch nicht näher drauf zu gehen, weil da sind wir. Da warnt mich das Spiel schon. Da geht's weiter. Da gibt's Ärger. Alles gut, ich hab hier halt leider sehr wenig Zeit verbracht, das heißt. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Du kannst gerade bei mir im Stream sehen, wie schlecht das Spiel nachlädt hier. Ich hab ja manchmal. Bei dir. Es ist. Wobei ich zugeben muss, ja, bei mir lägt es auch teilweise hier in der Stadt sehr. Es ist halt einfach. Sind halt 100 NPCs hier, wenn nicht mehr. Und ich halt einfach. Ja, ich meine, es ist spielbar, aber es ist jetzt halt ein bisschen nervig. Wo war denn der lustige Typ, der. Wo war denn der Tiefling, der einem Rüstung und Zeug verkauft? Wo bist denn du? Dann komme ich zu dir. Du müsstest mich auf der Map sehen. Zentral unter Stadtmauer. Ich bin jetzt bei Damon. Damon nennst du den. Ich hab den Damon genannt. Er heißt so. Alter Schwede. Wenn ich gerade mal geladen hat, kann ich auch mal zu dir kommen. Ja, hab nur Rüstung. Sad.
Oh, hier ist eine Wand. Ah, da drüben bist du. Ja. Ja, er hat nur Scheiße. Hau nicht ab. Wir reden über Gortash Tod. Den haben wir vor ein paar Minuten abgeschlachtet. Oh. Also laut Spiel, cool. Spielzeit. Jetzt warte mal. Bin hinter dir. Fluch aufheben, wo ist das? Wo habe ich das reingepackt? Wo habe ich ihm das noch gar nicht? Das ist ein nerviges Leuchten. Ein hübscher Umhang. Hat jeder. Ja, der ist nützlich. Hat das denn den Vampirstab gegeben? Okay. Ja, weil der basiert auf Zaubern. Habe ich jetzt vergessen, ihm Fluch aufheben zu geben? Oder was? Fluch brechen? Oh lol, ich hab vergessen, ihm das zu geben. Ich brauche noch mal ein bisschen Geld. Ja, wobei ich kann ein bisschen Scheiße verkaufen. Kannst auch ein bisschen Sachen verkaufen. Kann ich auch gerade machen. Ich ja, habe auch noch ein volles Inventar. Ja, gut. Wo ist denn dafür der? Ach, da drüben ist der. Mach du erstmal. Ja, alles gut. Geld braucht die ganze Scheiße nicht hier. Helle Bade, wozu? Grausamer Stachel. Nein, what the fuck? Ich kauf nicht alles. Akt 1 Waffe. Oh Gott. Oh Gott. Was hast du denn für Scheiße ihm gegeben? Ich habe bei mir Schwert der Schreie. Wenigstens sind bestimmt eine Standardwaffe. Warum hast du Schwert der Schreie noch? Warum hast Weil das die effektivste Waffe für mich ist, wenn du eine bessere hast. Die für mich. Die mehr Schaden hat. Es gibt ein Rapier, mit dem du deinen Schadensmodifikator. Deinen Charisma-Wert zum Schaden dazu zählen kannst. Wenn du weißt, wo ich den herkriege. Muss ich kurz gucken. Ich muss jetzt erstmal die ganze Scheiße hier loswerden. What the fuck? Die Schaufel nicht. Die Schaufel ist witzig. Lez hat übrigens als Waffe dieses. Die Fianchi Langschwert. Und von Rüstung. Die Rüstung von Gaffrix Form. Das ist hier nur das Baalskutter. Also, falls du da Tipps noch hast. Ein fauliger Tumor, what the fuck? Was, er hat einen fauligen Tumor? Offensichtlich. So, hier. Interessant. Jetzt haben wir ein bisschen Geld. Das alles nur mit dem Schrott, den du gelben im Metall gelassen hast. Ja, die anderen Charaktere sind. Nicht die Rätsel. I know you. Ja, ich hole mir mal kurz Fluchbrechen rein. So. Ja, was auch immer, Donnerboge raus. Fluchbrechen rein, dann gucken wir mal, ob ich dir deinen Fluch brechen kann. Wenn du ein Schwert für mich hast, was vernünftig ist. Du hast wahrscheinlich die ganzen Secrets und so weiter einfach nicht mitgenommen. Das heißt, wir werden mit dem klarkommen müssen, was du hast. Der verkauft auch ein paar Sachen. Soll ich von dem irgendwas noch mitnehmen? Ja, aber nichts für Mönche. Also nichts Sinnvolles. Na, aber für mich. Für Zauberer erst recht. Schwert des Lebens ins Zug. Schwert des Schattens. Irgendwas, was für mich sinnvoll wäre, für meinen Bardencharakter. Yep. Ich hab deinen Fluch gebrochen. Du hast jetzt Vitalität. Sehr schön. Du hältst 20 temporäre Trefferpunkte dauerhaft. Bis zur nächsten langen Rast. Ja, sollten wir gleich mal eine lange Rast machen. Ich glaube, das ist halt ein generelles. Soll ich den Glaubensbrecher verkaufen oder? Oh, ich den noch. Kauf, was du für richtig hältst. Ich habe meine Ausrüstung jetzt bei meinen Charakteren hier. Den Rest muss ich gucken, wo ich herkrieg. Was bedeutet, ich muss jetzt alle Händler abklappern soweit. Hast du noch einen Tipp, was ich mir für eine Waffe kaufen soll? Was hältst du von dem Schwert des Lebens im Zug? Guck, was die. Das habe ich gerade weggeschmissen, aber wenn du es nicht möchtest. Sehr schön. Was du dir kaufst. Das ist 15 Schaden. 13 Schaden. Kritischer Lebensentzug beim kritischen Treffer erleidet das Ziel zusätzlich 15
Narkotischen Schaden, das hast du weggeworfen. Ja, weil ich mit meinen Charakteren nicht damit umgehen kann und nicht dazu komme, dass ich kritische Treffer häufig mache. Das ist was für Krieger. Also für Laser ist das gut, weil die hat eine höhere Crit-Chance. Meistens. Gut, dass das jetzt zurückkaufen muss. Könnte das in die Hand geben? Na, ich gehe zu dem Gebiet, wo ich mich. Bist noch nicht bereit, vorzufahren. Ja, Entschuldigung. Hab aufs Falsche geklickt. Ging noch einen beim Händeln. Du hast von einem Rapier geredet, der gut für. Ja, das ist aber eine Waffe, für die du Rätsel machen musst und so weiter. Und ich helfe dir jetzt nur bei dem Kampf mit einer ordentlichen Ausrüstung und nicht bei irgendwelchen Rätseln, weil die können wir später machen. Mit dem anderen Spielstand. Defensiv. Ich gehe auch davon aus, du hast den ganzen Teil hinter dem Gefängnis von der Würmfeste nicht gemacht. Nicht wirklich. Ich bin da lang, um. Warst du überhaupt? Ich bin da lang, um hoch zu Gurtasch zu kommen. Da ist ein Geheimnis, das Hintereingang zu Gurtasch versteckt. Nein, das ist nicht das einzige Geheimnis. Du hast noch einen ganzen Challenge. Ja, ich habe da einiges. Bei dem du am Ende gegen einen Drachen kämpfen wirst und so. Ich habe da einiges übersehen. Ja, kannst du ja auch. Ist ja dein gutes Recht. Ich habe keine Ahnung, wo zur Hölle jetzt hier die ganzen Händler für die guten Sachen sind. Ich auch nicht. Das ist nämlich auf jeden Fall mal das Schwert der Lebenanzug. Das könnte was sein. Mal schauen, ob das was kann. 6 bis 11 Schaden. Also von reinen Schaden ist das weniger als das Gefjanki Großschwert. 6 bis 11. Nee, das bringt nichts. Zusätzlich 10 nekrotischen Schaden. Ich trotzdem einnehmen. Ein Kitchen-Treffer lädt das Ziel zusätzlich 10 nekrotischen Schaden. Das kann schon. Das kann für Lese schon gut sein. Es gibt in der Stadt keine ordentlichen Händler, Halleluja. Schön. Das heißt, ich muss mit dem Scheiß zurechtkommen, den ich hab. Unschön, aber hey. Sag, wenn du bereit bist. Dann machen wir eine lange Rast und brechen zum Basstempel auf. Ich geh noch mal kurz zum Modeladen, eventuell gibt's da noch was, aber. Nee, da gibt's nur Mode. Ich glaube es nicht. Ja, es kann sein, dass die aber ein paar ordentliche Verzauberungen haben. Bin mal wieder im Lager. Hast du hier den Händler getötet? Wo was? Nee. Ja, ich beschützte neulich in der Quest. Der wurde von einem. Ja, das Blut ist noch hier. Dann wurde von jemand anders getötet. Ich hab den. Der müsste eigentlich da sein, der Händler. Da ich extra den Quest dafür gab, den zu befreien. Den nicht den vom Tod zu bewahren. Der müsste eigentlich leben. Nach meinem letzten Wissensstand. Müsste lebendig sein. Und er hat tatsächlich ein bisschen Farbe zumindest. Na, das ist besser als nichts. Lebt er noch, oder? Ja, dem geht's gut.
welches Theme geben wir denn den Charakteren? Das Blut ist da, weil ich damit. Ich hab dagegen. Ich hab da ordentlich gegen Leute gekämpft. Bei dem. Aber da sind Feinde gestorben. Ja, ich weiß, deren Besitztümer liegen anscheinend auch immer noch da. Ja. Weil die nur Schmutz hatten. Da ist ein Großschwert drin. Wenn du es brauchst, nimm mit. Möchte einen meiner gefallenen Gefährte abholen? Ich werde jetzt erstmal hier. Kannst du was mit Kerzen anfangen? Nein. Which of them does thou require? Ich werde jetzt erstmal hier schön meine Charaktere färben. Damit sie zumindest halbwegs was aussehen. I shall walk. Does thou require anything else? Which of them does thou require? This is the price of balance. Does thou require anything else? Das liegt der rum, kann ich den Kerz irgendwie entfernen? Hm. Soll er da rumliegen? Wasserpfeife rum. Gut, ich würde sagen, da sind wir so bereit, wie es halbwegs geht. Was die Truhe nicht aufgemacht? Kannst du die Truhe da nicht aufgemacht haben? Die Wasserpfeife hat eine nekrotische Resistenz. Wie könnte das sein? Nekrotischer Schaden aus magischen Angriffen gegen diese Kreatur ist halbiert. Okay. Das ist eine mächtige Wasserpfeife. Wenn du mich brauchst, ich bin ganz kurz im Lager. Ich habe mir mal kurz die Kiste geklaut. Was, stellst du sie hier hin oder was? Ja, sofort, Moment. Die ist noch ungeöffnet, das heißt. Wollen wir eine lange Rast machen oder? Nee, pack kurz Klopfen bei Gel mit rein. Dann öffne ich das Ding, dann können wir eine lange Rast machen und dann. Ich kann auch Schlussknappen machen. Nein, wenn du es kurz öffnest und ich mir den Inhalt nehmen kann, weil ich hatte den ganzen Stress mit dem Holen, dann ist easy. Ist nur eine 18, die schaffe ich. Easy. 23. Ich darf kurz reingucken. Ich habe alles Färbemittel. Da ist nichts drin. Was hast du rausgeholt? Ungefähr 20 Färbemittel. Die könnte ich gebrauchen. Ich pack die Färbemittel mal. Wieso ist mein Inventar wieder unsortiert? Du kannst übrigens auch einfach die Gegenstände sortieren lassen. Mit dem Filter. Dann brauchst du es nicht manuell machen. Ja, klar. Ach, ich habe ein paar Sachen verkauft, deswegen. Da wollte ich sie nicht hinstellen. Ja gut, ich würde sagen, dann machen wir eine lange Rast und dann gehen wir. Sekunde.
Ich muss nochmal die Kiste loswerden. Ach, dann bleibt er dort stehen. Das ist interessant, guter Sand. Let's see what this does. So lange Rast. Wie sieht dein Charakter aus? Ah, du hast noch die Standard, die Standardsachen. Ja, ich habe generell nur das Standardzeug, weil du hast ja alles an interessanten Rüstungen entweder nicht gekauft oder weggelassen. Ah ja. Ich meine als Outfits fürs Lager. Schlafklamotten. Aber das wird schon. Ist ab ins Bett. Warten auf Spieler. Ja, ich habe einen Black Screen. Warten auf Spieler. Ja. Ja, ich habe einen Black Screen hier. Ah, so. Okay. Ich habe keine Lagervorräte mehr. Auf einen langen Rast reicht's noch. Ja. Ich habe jetzt die Vorteile von Heiligtum. Na, dann schaffen wir diesen verdammten Kampf. Ja, und du hast tatsächlich immer noch die Vorteile von dem. Ich hab Black Screen. Warum speichert es so lange, ey? Nach jeder langen Rast wird gespeichert. So, wollen wir mal. Ich mach mich schon mal zum Baalstempel. Müsste per Schnellreise gehen. Wir sehen uns dort. Lange Röntgengau und Basiliskengau sind dran im Stadt. Tempel des Baal. Komm, Stibitz. Ich bin schon unterwegs. Dann machen wir sie eben fertig. Warte auf mir. Ich würde mich vielleicht ganz gern erstmal hinsneaken. Warum bin ich in meinem Schlafanzug? Ah, du hast diesen Bug. Ach so, jetzt bin ich wieder. Ich muss das gerade mal ausblenden. Ja. So, auf geht's. Bist du ready? Ich kein bisschen. Wollen wir? Ja. Hier sind keine Fallen mehr. Hier habe ich einen entschärft. Alles klar. Da waren Fallen. Yep. Okay. Den habe ich nicht geschafft auszulösen, deswegen ist ja ein bisschen Blut. Warte. Hier ist noch nichts. Er ist unten bei den Treppen. Noch friedlich. Kannst noch mit den Leuten reden. Dann würde ich tatsächlich was machen. Ich würde den Typen ganz gerne als Verbündeten für Gail mitnehmen. Wenn du meinst. Wir gehen da rechts runter. Ach, verdammt, nicht celestisch. Ach. Jetzt keine Zauber verbrauchen, bevor es losgeht. Nee, ich mache aber ein ordentliches Setup, weil das ist doch scheinbar unnütz. Das heißt, wir werden ein Elemental reinholen noch. Bereit, wenn du so weit bist. Na, wobei, gönnen wir uns vielleicht das. Speicherst du jetzt vorher kurz ab? Damit wir den ganzen Weg nicht nochmal machen müssen. Ich bin hier unten, komm mit, dann können wir speichern. Komm hier runter. Rechts, bist du da unten? Nach rechts. Okay, ich kann gerade nicht. Ich kann gerade aus irgendeinem Grund nicht ins Menü. Das ist merkwürdig. Drück einfach F5. Not all of us share your appetite. Murder alone fills my stomach. Okay, gespeichert. Ich habe Angst vor den F-Tasten. Why, that would save me for an eternity.
eventuell, weil ich die auf die auf den F-Tasten habe ich meine Szenen gelegt bei OBS. Das ist unfassbar dumm. Wenn ich die falsche davon drücke, bricht das Stream ab. Die legt man auf den Num-Block. Gut, auf in den Kampf. Wo muss man hin dafür? Darunter. Wäre gut, wenn du dich mit anschließt. Ja, ich spiele gerade als Gale, also von daher. Jetzt kommt erstmal ein Dialog. Ach, du siehst ihn. Ach, ich sehe ihn. Nicht zu gucken. Ich sehe gerade nichts. Fantastisch. Okay, ich kann auch nicht zuhören. Das ist interessant. Ah, doch. Aber du hast die Dialog. Gut. See how good I was. I left the blood in you. I will finish what my grandfather started. Das hat doch alles schon. Saravok brought this city. He didn't. So pass auf. When I set my blades to your neck, the murder lord will taste my domination. His true chosen, born of butchery, one fit to control the crown. Geht's. Come to me, father. Set my flesh to your unholy purpose. Ah, okay. Dann wird erstmal zum Avatar, bevor man sie angreifen kann. Gut, okay. So, Kampf geht los. Auf geht's. Wir konzentrieren uns auf die. Morin, du bist vorher dran. Die anderen sind. Ich bin Mönch, natürlich bin ich vorher dran. Die anderen sind unwichtig. Die kommen später dran. Erst Urin. Nutze deine Runde gut. Jo, keine Sorge. Ich kümmere mich hier schon mal um den, der. Ich kümmere mich, während du dich um Urin kümmerst, kümmere ich mich um den hier. Der hat unaufhaltsam 7. Ich guck mal, was sie so alles für Resistenzen hat. Alle Resistenzen? Yay. Nein, sie hat keine. Nicht eine. Okay, es sah bei mir anders aus. Träumender Schlag. Ja, komm. Mach hier ordentlich Schaden. Oder auch nicht. Nö, das war's. Also sie wird sich wahrscheinlich auf mich jetzt fokussen. Ja, passt. Um Gottes Willen. Ja. Das ist der leichteste Modus, Modi. Das ist der leichteste Modus. Ich bin ja auch null. Ich habe auch null Equipment. Also werden wir es doch nicht schaffen. Doch. Kann sie schon angreifen. Versuch den mal hier auszuschalten. Ja, mach erstmal den Typen fertig. Das wird wahrscheinlich auch nichts, weil meine Angriffe null wirksam sind. Nein, du hast ihn jetzt unaufhaltsam weggenommen, jetzt machst du normalen Schaden. Jetzt kann ich mit Leze drauf kloppen. Ja. Wie kannst du noch so wenig Schaden machen auf dem Level? Holy shit. Ich weiß auch nicht. Aber ich habe 50 Angriffe geführt. Ich Krieger falsch leveln kann. Er kriegt die in einer Runde weg. Weil Leze 5-mal angreifen kann. Oder auch nicht. So, Gale ist dran. Viel Spaß mit ihm. Ja. Jetzt machen wir einen anständigen Zauber. Person beherrscht den Typen. Der Typ ist unterworfen. Herzlichen Glückwunsch. And that's my. Mach Urin fertig vor allem. Mach Urin fertig. Urin macht Schaden wie nix.
Okay, ein Kämpfer mehr auf unserer Seite. Ein mit 39 HP. Immerhin. Ja, so, ich mach erstmal hier Angriff. Ich hoffe, die kommt nicht rüber gehopst. Sagen wir das. Nein. Hm? Okay, du hast sie noch nicht mal angekratzt. Ja, aber sie ist betäubt. Sie kann jetzt erstmal nichts tun. Das heißt, ich kann mich hier zurück bewegen vor unseren neuen Verbündeten. So, jetzt bin ich dran. Er ist tot. Ja, das ist der Punkt, warum ich einen Mönch genommen habe. Ich werde sie jetzt wahrscheinlich jede Runde betäuben. So, dann bin ich jetzt mal hier. Soll ich angreifen? Ich habe einen Feuerpfeil. Ja, mach. Wieso hast du einen Feuerpfeil? Du hast auch starke Feuerball. Zauber. Ich hab Feuerball. Ein Feuerball sieht besser aus hier. Hat nicht viel gebracht. Du brauchst Heilung. Na, ich brauch keinen. Wenn du möchtest, kannst du gern heilen, ja. Bitteschön. Immerhin die Blutung ist weg, schön. So, Lezel. Ich kann jetzt mit Lezel mal ein paar Missiles schicken. Ja, das wäre gut. Immerhin etwas. Warum kann sie einen Eldritch Blast? Keine Ahnung. Was hast du mit ihr gemacht? Hat sie irgendwann einen Pakt mit dem Dämon eingegangen? Kann auch Höllen der Toten. Ja gut, das hat nicht viel gebracht. Das ist einfach dumm gewesen. So, jetzt darf Kollege angreifen. Konzentriere dich auf Orin. Die anderen, die können wir später ausschalten. Den kann ich nicht kontrollieren, der ist nur ein normaler Verbündeter. Miske jetzt dran. Ja. Feuerball auf Orin oder Blitz. Ihr müsst doch diesen Blitzschaden haben, der bringt sehr viel. Und dieser, der Blitzattacke. Oder so. Ja, das war exakt das. Was für ein Angriff war das? Das war Curriculum der Strategie. Aha. Glaube ich zumindest. Das hat sehr viel gebracht, sie ist halb down. Ja, das war ein saustarker Zauber. Das waren pro Angriff 12W6. Ne, es waren insgesamt 12W6. Das ist einer der wirklich fucking starken Zauber, die Zauberer können. Ein singendes Ball. Zu Kunmoni. Ja, jetzt betäube ich sie wieder, damit sie nicht ziehen kann. Im Idealfall. Und wenn Orin besiegt ist, dann greifen die anderen hier an, die Leute, die wir drumherum haben. Aber die anderen sollten kein großes Problem sein. Die sind nicht mehr das Problem, Orin ist das Problem. So, ran, angreifen, weg. Sie ist betäubt. Oh. Ich hab einen Feuerball. Viel Spaß, konzentriere dich auf... hast du was anderes? Nicht wirklich. Ich hab Verband, ich kann's dir sehen. Verbandes Niederstrecken. Hm. Ansonsten, Tiere beherrschen kann ich. Gut, dann. Personen beherrschen kann ich, Celestial beherrschen. Personen beherrschen habe ich schon auf dem Beschwörer. Hinten. Soll ich Verbandes Niederstrecken? Nein. 11 bis 65 Schaden, das könnte. Verbandes Niederstrecken Nahkampf. Wobei, doch, dann mach. Wieso auf keinen Fall? Verwandlung. Versuchen wir's. Ja, immerhin. Jo. Ich rücke ein wenig vor. Angreifen kann ich es aber noch nicht. Ah doch, ich kann. Ja. Nee, kann ich nicht. Lezel. Gütiges Ziel. Sehr schön. Das kann ich nicht machen.
So, ich kann mit Lizzie nicht angreifen. Das ist merkwürdig. Weil du sie verbannt hast. Sie ist jetzt erstmal nicht angreifbar für 2 Runden. Ah, fantastisch. Warum hast du das nicht gesagt? Hab ich. Ich dachte nur, du müsstest tatsächlich Schaden machen, aber gut. Du kannst aber zumindest strategisch platzieren. Aber sie kann uns noch angreifen, oder was? Nein, das war gerade der Beschwörer, weil ihr gerade wirklich beschissen steht. Ich könnte aber... Moment, ist das dann... Wir können jetzt nichts machen, 2 Runden, oder was? Fantastisch. Aber sie auch nicht, oder? Nee, sie auch nicht. Gut, dann schalten wir die anderen aus, oder? Weißt du was? Ich hole uns noch ein Elementar dazu. Mach das, wenn die sinnvoll werden. Wenn ich für Urin, dann für den auch. Erdelementare sind relativ mächtig, das heißt, herzlichen Glückwunsch, wir haben einen neuen Verbündeten. Ja, gut. Ah ja. Du bist dran. Mach was. Ja, ja, ich guck gerade, was ich so alles für Dinge hab. Ich werde dem Zug mal jetzt aus dem Weg hier machen. Die steht da ziemlich gut vor. Steht da sehr gefährlich. Aber es gibt uns Zeit zum Taktieren. Kannst du jetzt einen von denen noch besiegen, oder? Ja, ich gucke gerade, ob ich irgendwas hab, was... Ah, tatsächlich, den hier könnte ich loswerden. Schade. Oder auch nicht. Ja, es war ein Versuch. So, ein Erdelementar, der kann eventuell die Leute hier wegstoßen. So, jetzt sollte ich mich zumindest mal... Ich hau mal ab hier. Vielleicht kann ich dich mal in der Runde heilen. Und nochmal. Er ist stahlhart. Kann ich mit Lezi noch irgendwas machen? Soll ich den hier angreifen, oder? Wenn du angreifen kannst mit irgendwelchen Flächenangriffen, dann tu das. Flächen nicht, aber ich kann den einen... Kann einen angreifen. Du kannst sie, glaube ich... Verlässlich. Wenn der gerade grün ist, den lässt... Wenn der gerade grün markiert ist, dann lass den mal in Ruhe. Der Unverletzliche hier. Ich weiß nicht, ob das was wird. Wenn du ihn angreifen kannst, dann greif ihn an. Schockgriff habe ich. Sengender Strahl. Verstricken. Mit Feuerball oder sowas könntest du ihn treffen, aber ist egal. Hat nix. Schockgriff geht nicht. Das geht auch nicht. Nee, dann lass es, dann skipp die Runde. Jetzt zerbersten als Angriff. Sollten wir vielleicht mal nutzen. Zerbersten ist gut. Den kannst du auf einen von den hinteren machen. Und Garotte kann sie. Zerberste einfach mal den Schnitter direkt vor dir oder sowas. Welchen? Irgendeinen. Also den kann ich nicht. Die sind halt unverz und nur den grünen kann ich. Es ist ein Flächenangriff zerbersten, das heißt, du kannst es platzieren um ihn herum. Ein verlässlicher Heiligtum steht da. Du darfst es nicht direkt auf ihn machen, sondern um ihn herum, dass er im Bereich, im Wirkungsbereich ist, der rot markiert. Siehst du? Okay. Warum macht er das? Das so geht es dann. Ja, ich kann aktuell nicht viel machen. Wobei doch, vielleicht eine Feuerwand. Das kann hilfreich sein. Was ist mit der Feuerwand? Ja, ich muss hier erstmal. Ach, wobei, ist das ein Konzentrationszauber, oder? Ja, nee. Nee, das ist mir zu gefährlich. Ich klopf lieber ein paar Stadtfeuerbälle rein.
Wie lange ist die denn noch verbannt, ey? Das ist jetzt die zweite Runde. Wollen wir den Kampf neu starten? Nee. Wir sind gerade so gut dran. Du bist fast wieder geheilt. Sie ist schon zwölf drüber. Scheiße. Das ist halt scheiße gewesen von dir. Wir können uns währenddessen um die anderen kümmern. Mach Großflächenangriffe auf die anderen. Dann haben wir sie danach nicht mehr in der Backe. Ich habe nur die Zauberschriftrollen, die du mir gegeben hast. Und sie sind überwiegend keine Flächenangriffe. Das stimmt nicht, Eiswand. Dann mach das. Je mehr wir denen abziehen, desto weniger Probleme haben wir später mit denen. Nachdem Orin besiegt ist. Und die wehren sich gerade nicht. Deswegen. Wenn Orin wieder da ist, müssen wir gegen Orin kämpfen, aber jetzt können wir die schon mal ein bisschen schwächen. Ist gar nicht so dumm. Was für Ziel ist blockiert? Hier so. Bringt auch nichts. Nee, die Eiswand ist es nicht aktuell. Kältestrahl. Dann passt dein Zug, dann kann Lez und ich angreifen. Ich habe Feuerball. Das würde ich mir genau aufheben für Urin, aber kann ich auch auf die angreifen. Ich habe eine Idee. Das ist Stein werfen. Nein, das war Gift. Der ist raus. Fantastisch. Das gute alte Drow-Gift. Einer weniger. Dann werf noch mehr. Ah, da steht er wieder. Ja, leider. Da die Runde vorbei ist, aber Orin darf auch wieder Dinge tun. Na dann. Jetzt kommt's rüber zu uns. Oder auch nicht. Sie ist auf dem Eis ausgerutscht. Sie hat sich schlafen das gelegt. Das Eismesser von unserem random Verbündeten, den ich mitgeholt habe, hat es einfach gepackt. Ich mach mal Feuerball. Oder auch nicht. Ich hab sie mal gekloppt. Cool, du triffst meinen Elementar mit. Naja, egal. Ist nur. Ja, es hat Feuerball. Du kannst den auch platzieren. Du siehst einen roten Bereich auf dem Boden. Ja. Bisschen Heilung noch für dich. Bitteschön. Okay, cool. Und geht's erst dran. Besser als nichts. Jetzt stehe ich genau im Weg. Was soll's? Geh erst dran. Okay. Ja. Hau drauf. Solange es noch am Boden liegt. Mach fertig. Ja. Nicht schlecht. Jetzt greifen die anderen an. Jetzt kümmern wir uns um die. Aber die haben also nur 31, die sind. Die müssten wir hinkriegen. Der hat den einen mächtigen Verbündeten, den er hatte, getötet. Yes. Idiot. der war halt nicht auf seiner Seite. Ich weiß. Darauf habe ich gepokert von Anfang an. Yes. Du kannst auch ein paar runterschubsen. Nee, die will ich looten. Lass mal lieber mal. Nee, den Beschwörer kriegst du nicht mehr, aber der Rest. Ich geh mal Urin looten. Du müsst hier noch irgendwo liegen. Urins blutige Haufen. Na, ich will ein paar von denen overkillen. Ich glaube, die kriegen wir jetzt hin. Warum hast du. Was für eine Subklasse ist sie? Die kann mehr. Ich glaube, ich habe sie ein bisschen Richtung nekrotisch, so ein bisschen zum Hexenmeister geskillt. The fuck?
So, passiv kann er. Was machst denn du da? Den ersten fertig machen. Hier ist gar keiner mehr. Wo sind denn die alle? Ne, Feuerball, das ist der Mann lieber, weil du da stehst. Der Typ gilt noch als Heiligtum. Ja. Was kann ich denn überhaupt hier machen? Grund des Wahnsinns. Er haut da ab. Crown of Madness ist. Nein. Na, wobei, doch, ja. Dann beende ich mal hier den Zug. Das ist eine Heilung für dich. Der Kollege klopft mal hier. Unverlässlich Heiligtum. Ah, okay, ich kann den. Ja, der ist aktuell noch im Heiligtum. Warum das? Keine Ahnung. Was kann ich jetzt mit Lezer dagegen tun? Das ist ziemlich gar nichts. Du kannst da nichts gegen tun, aber. Ich kann jetzt die Konzentrationszauber wieder benutzen, weil wir haben ja einen Verbündeten weniger Zeit. So, wen kann ich denn jetzt angreifen? Ich sehe gar keinen mehr. Ich bin alleine hier. Ja, dafür habe ich die Dolchwolke hierhin platziert und Geld hierhin, weil jetzt müssen sie mehr oder weniger durchrennen. Wenn du deine Charaktere neben der Dolchwolke platzierst, dann müsste sie auftauchen. Ah. Lezi ist in der Dolchwolke. Bis auch schaut. Nein. Sind die jetzt unsichtbar oder was? Ach, unsichtbare Gegner, wie ich das liebe. Deshalb nimmt man Volos Auge. Das habe ich im Inventar. Falls du es brauchst. Das hättest du ausrüsten müssen. Tja, jetzt ist gesagt, ich habe es dir angeboten. Ich hab dich vorhin gefragt, brauchen wir das auch noch für irgendwas? Du, nö. Alles gut, so. Hier habe ich jemanden. Ich mach mal ein bisschen Overkill, ne? Mach du mal. Ein Bandit. Ich hab hier diese Krone noch. Krone des Wahnsinns. Ja, cool. Ich werde ihn jetzt einfach mal kurz desintegrieren. Sehr schön. Der ist weg. Ich kann hier so gut wie gar nichts machen. Kann ich mit Lezi gerade was machen? Nee, es ist keiner da. Nee, aber ich kann gucken, ob ich irgendwie den anderen Typen hier. Unsichtbares sehen kann ich. Aus irgendeinem Grund. Das müsste jetzt eigentlich. Ja, wahrscheinlich wegen dem Auge. Ah, da ist ja jemand. Wo genau? Hier. Ah. Was passiert nun? Alles klar, dann Magic Missile ich ihn mal aus dem Leben. Letzten Schlag kriegt der Elementar. Das war, glaube ich, Lezi. Geh ruhig auf den Mönch. Und unsichtbar. Dann gehe ich mal hier hin. Kannst du den einen irgendwie sichtbar machen wieder? Ich weiß nicht, wo er ist. Dann schieß grob in die Richtung. Ja, stand irgendwo hier. Hier auf dem Blutfleck müsste er stehen. Da kann ich mich nämlich nicht hinbewegen. Nö. Melitze müsste den sehen können. Oder auch nicht. Ich guck mal, was habe ich denn für lustiges Zeug. Nee, kann ich nicht mehr sehen. Ist irgendwie verschwunden. Ich kann hinter die Wolke gehen. Damit der mal hierher kommen muss. Er steht schon mal nicht da. Ja, cool, kann ich nichts machen. Unsichtbare Gegner sind ein bisschen scheiße. Weil du das scheiß Auge nicht mitgenommen hast. Ich hab das mitgenommen.
Ah, ich habe ihn getötet. Cool. Wo ist der andere? Müsste da hinten schon sein. Geh mal grob. Ich gehe mal grob in den Bereich hier. Da steht niemand. Unsichtbare Gegner, wie ich die hasse. Ah, da ist einer vor dir. Oh, und hier ist einer. Neben dir beide. Sehr gut. Ja, das bringt mir jetzt auch tatsächlich sehr viel, weil jetzt kann ich ihn töten. Ich kann ihn auch. Zack. Ich kann ihm mal badische Inspiration geben. Lieber später als nie. Ich komme mit Leze hierher. Vielleicht kann die noch sowas hier. Nicht schlecht. Und zack. Ja, cool. Ich kann leider gerade nichts machen. Dabei. Dein Turn. Nee. Ich kann hier gerade nichts machen, aber der Elementar kriegt den finalen Kill. Das heißt, der bewegt sich jetzt hier hin. Fantastisch. Max Level. Yay. Warum ist der Reinkraft jetzt drin? Okay, ich muss looten gehen. Ich brauche Orins Rüstung, falls sie eine hatte. Die hatte keine. Die hatte das da. Hast du schon gelootet? Ich krieg ich's. Nee, auf ich zu hab looten. Gemacht. Ich habe nur. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich habe gemacht. Ich habe die Cutscene. Ach so. Dann hast du den Nesserstein. Das ist ein Problem. Hab ich den Nesserstein verdient. Das ist ein Problem. Weil die kannst du mir glaube ich nicht geben, oder? Kannst du mir den geben? Ja. Den könnte ich gebrauchen. Very well indeed. The Netherstones pulse with psionic energy, permeating you, pulling you in line with their rhythm. The throne quickens, rising, cresting a single feeling. The nächste Bosskampf. The city itself. So that's where the Chosen imprisoned the brain. With the stones in hand and the chosen dead, we stand as good a chance as we ever will. As to how good a chance that is, I cannot say. But I have hope. Aha, als nächster Boss kommt gleich hinten dran. Wie finden wir zu dem morphischen Tempel. Ich hab den schon random gefunden gehabt bei mir. We will find the brain and we will end this. In death, thraldom or freedom. But a word of caution. Once we cross into the Elder Brain's domain, there will be no turning back. Finish your das ist ja was ganz Neues. Before you proceed. The brain will be waiting for us. Ja gut, machen wir das eben noch. Er hat gesagt, es gibt keine Return, danach können wir nicht mehr weiterspielen. Danach ist das Spiel vorbei wahrscheinlich. Danach ist das Spiel vorbei. Ja. Also machen wir es jetzt noch nicht. Das, das. Der hat nur eine rostige Klinge. Das ist dann der finale Boss. Die haben nix. Kannst du mir mal den Nesserstein rüberschieben? Ich guck erstmal bei Orins blutigem Haufen. Lass mich. Ich hab's mir schon geholt. Nur noch mein Spielstand. Lass rüberwachsen. Du kriegst das Zeug ja auch. Die Rüstung wolltest du haben. Kannst du haben. Und alles andere kriegst du sowieso, sobald dein Charakter sich auflöst. Ja. Blutdurst kannst du haben.
Hier sind ein paar durch, die die haben. Beschlagene Lederrüstung. Das nehme ich. Okay. Ja, die hatte nicht wirklich viel. Und den Nesserstein kriegst du. Ist das die beschlagene Lederrüstung, die Rüstung, die sie hatte? Ja. Okay. Ich glaube nicht, dass das Orins Rüstung war. Doch. Die wurde mir zumindest so angezeigt. Ich habe auch keine andere. Sieht nicht nach einer Orin-Rüstung aus. Die hat wahrscheinlich auch nie eine getragen. Du erlässt ein weniger Wuchtschaden. Dann besser als meine bisherige Rüstung. Ja, ich level up mal ein bisschen. Soll ich auch mal machen. Ja, Stufe 12 Mönch, was kriege ich? Einen Keypunkt, wow, cool. Scharlachrote Lederrüstung. So, verstohlen, wie das ist. Initiativewürfe, das ist sinnvoll. Kann ich das mal irgendwie einfärben? Sieht hässlich aus. Naja. Ich mach mal einen Tankmönch. Ist das nicht? So. Geld kriegt die interessanten Sachen. Glaube ich. Dann guck ich mal in mein Level.